Hallo, eine neue Woche Weekly Bits and Pieces. Man würde denken, ich bin wahrscheinlich irgendwo im Oktober. Man weiß auch nicht wo. Nein, es ist Mitte Juni und es sollte eigentlich Sommer sein. Ich bin auf dem Hurricane. Wir sind jetzt schon ein paar Stunden hier. Es war ein unglaublich stressiger Tag. Ich fange gar nicht erst an. Konzentrieren wir uns gleich auf das Positive. Wir sind jetzt hier angekommen, haben unser Zelt aufgebaut. Ich stelle euch gleich mal unsere Crew vor, damit ihr wisst, mit wem ich hier so unterwegs bin. Achso, und vorhin, als ich angekommen bin, ich war glaube ich gerade 2 Minuten hier, habe ich schon eine liebe Zuschauerin getroffen, die Lisa. Wenn du das siehst und wir uns nicht noch mal gesehen haben, ich grüße dich ganz lieb. Das ist unser Gemach für die nächsten 3 Tage, unser wunderschönes Zelt. Den hier kennt ihr ja schon. Hi! Ja. Das ist der Rest der Crew. Hallo, ja, du darfst Hallo sagen. Hallo. Hi. Hallo, liebe Netzgemeinde. Hi. Hi, so. So, wir nehmen jetzt mal einen Drink, bevor wir dann gleich aufs Gelände gehen und mal ein bisschen uns umschauen, was so passiert ist. Wie in meinem Video am Sonntag gezeigt, habe ich jetzt auch ganz fleißig, obwohl es 3 Uhr morgens ist, meine Hautpflege gemacht im Zelt. Ich erfriere gleich. Aber, oh, ich liebe dieses Licht von oben. Wenn man das raufschminkt, muss man es auch abschminken. Egal wo man ist, egal wie spät es ist. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und bis morgen. Morgen. Das Wetter heute ist ein bisschen schöner. Wir reden hier vorne ein bisschen, aber es regnet immerhin nicht, also alles gut. Wir gehen jetzt gerade zur H&M-Bühne, da treffe ich dann hoffentlich. Wow. Okay. Da treffe ich dann hoffentlich ein paar von euch und ich freue mich sehr.
Du musst aufs Bild, aufs Bild. Oh, warte mal eben. Das ist aber kein Bild, sondern ist ein Video. Ich höre das gar nicht. Okay, yay. Okay. Aber haben wir noch ein Sommer? Ja, ist ein Sommer. Bitte? Bild. Ich öfter länger. 6, 7, 9, ja, ich filme mich fürs Internet tatsächlich. Oh, Bilder, stopp, jetzt ist es. Ja, was soll man machen, ne? Alle ein bisschen Kamerageil. Ich mach gar nichts mehr. Okay, neuer Versuch. Wir haben gerade die Antwort geguckt. Ich kannte die nicht und die waren so unglaublich großartig. Ihr müsst euch die anhören. Ich verlinke euch das unten. Großartig. Und jetzt gucken wir Crow. Aber Crow bin ich jetzt nicht der größte Fan, aber dann kommt Wicked Empire, worauf ich mich mega freue. Und dann natürlich Materia, aber hey, er ist halt mein Gott. Mein König. Mein kleiner Gott, weil mein großer Gott steht ja hier neben mir. Wenn wir glauben, es ist besser, bist du, dann gehst du alle besser. Hörst du, musst du nie wieder weg, denn es ist cool, ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Bro, war ein bisschen langweilig. Jetzt gucken wir The Toxic Avenger. Put your hands to baby. Wunderschönes Festival. Materia! Liebe Materia, mehr Worte habe ich dafür nicht. Dieser Typ ist einfach so. Es war so geil. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Ja, ich liebe ihn. You
doch etwas geduldiger am besten. Guten Morgen. So wacht man gerne auf. Subwoofer genau neben einem. Yay. Ich war jetzt duschen, mir geht es schon viel, viel besser. Die Sonne ist ein bisschen rausgekommen. Wir frühstücken mit einem Becher Chardonnay und natürlich unglaublich gesundem Zeug. Oh, this you crazy mother. Ich gebe es zu. Ich trage meine Australien-Songs mit meinen kleinen Wauzi-Socken. Aber es ist kalt, was soll ich machen? Wir haben jetzt schon alles eingepackt, aber ich bin so fertig durch die letzten Tage. Ich brauche auch ein bisschen Farbe. Minimal. Das sieht ja schon wieder lebendiger aus, oder? Ja, schon. Bisschen Bronze, ein bisschen Mascara, bisschen was auf die Lippen. Dann. Das Auto ist gepackt, alles ist eingepackt. Wir sind startklar für den letzten Tag. Ich habe unser Wegbier. Und jetzt legen wir los. Los geht es. Ich bekomme übrigens immer Kopfschmerzen von jeder Art von Alkohol. Also, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt jeden Tag 2 Bier getrunken habe. Ich verrückte mal was. Are you listening? Damn. Ich schneide gerade dieses Video und lasse das alles nochmal so Revue passieren. Es war echt ein absolut großartiges Wochenende. Und irgendwie dachte ich mir eigentlich total krass. Ich treffe euch, wenn ich in der Stadt bin oder irgendwo bin, treffe ich relativ oft welche von euch. Und das ist immer total toll. Ich vlogge das natürlich meistens nie. Aber dieses Wochenende war irgendwie nochmal eine Nummer krasser. Und einfach mit euch zu quatschen, ich glaube, das wird jeder YouTuber verstehen. Man sitzt halt immer vor der Kamera, so wie genau jetzt.
und man redet mit sich selbst und man bekommt natürlich Feedback in den Kommentaren oder durch Snapchat, es ist auch noch alles viel cooler geworden. Aber euch einfach so zu treffen und euch zu umarmen und irgendwie mit euch zu quatschen und so, ist echt nochmal ein anderes Level. Und es war dieses Wochenende absolut großartig und ich wollte mich einfach nochmal bedanken, dass ihr cool seid. Und es macht mir einfach mega viel Spaß, das Ganze. Ich wollte einfach nur sagen, dass die ganzen Stunden, die man in diese Videos reinsteckt, sich wirklich genau dann lohnen, wenn man euch wirklich kennenlernt. Das ist echt, echt Wahnsinn. Also mega cool, danke. Und da hatte ich eine arme Situation, hatten wir sehr lange nicht. Wir sehen uns Freitag wieder, es gibt Freitag ein neues Video. Woo! Also Freitag und Sonntag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir bitte unbedingt Feedback da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, folgt mir auf Snapchat. Und sonst sehen wir uns Freitag wieder. Bis dann. Sehr viele Küsse heute. Bye.